So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder pünktlich zum Dienstag das Update-Video 1.2.24. Ich habe schon reingeguckt, aber deswegen kann ich das Update-Video trotzdem machen. Ist ja immer mit dem Übersetzen ein bisschen besser, deswegen ne, machen wir das so. Also, zuerst Lolita wurde überarbeitet, nach wie vor ein Tank. Aber sie wurde jetzt ein bisschen mehr auf dieses Blocken von Schüssen gesetzt. Ihrem ersten Skill ist immer noch, glaube ich, so wie vorher. Sie hat immer noch diese zwei gelben Geschosse, mit denen sie slowen und stunnen kann. Der zweite Skill ist immer noch dieser Schild. Allerdings kann sie jetzt mit jedem abgefangenen Schuss und mit dem abgefangenen Schaden, den sie da hat, kann sie später zurück auf ihre Gegner entladen. Wie viel das jetzt genau ist, weiß ich nicht, weil, steht ja nicht, ne? Aber auf jeden Fall muss man da jetzt auf jeden Fall aufpassen. Man kann sich einfach mal reinholzen. So, und die Ultimate ist immer noch, dieses Erdbeben, wie soll ich sagen. Auf jeden Fall ist sie jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr auf Damage gelegt. Ob das gut ist, werden wir mal wissen. Ob sich der Fanny Revamp gelohnt hat. Aber guck mal. So, Weekly Free Heroes, das juckt alles nicht. So, nur der Roger Skin, Dr. Beast im Lucky Spin, das wird interessant sein. So, dann zu den spannenden Sachen: Hero Adjustments. Skill Lock on Range ist für die interessant, die das viel nutzen müssen. Hier die Helden, für die das interessant ist. Ich gehöre nicht dazu. So, Fanny wurde genervt. Ihr Steel Cable wurde jetzt angepasst. Der Cutthroat, ihre Ultimate, kostet jetzt ein paar Punkte mehr Energie. Und ihre Passive wurde auch richtig viel genervt. Also, dass ihre Energiepunkte kaum noch aufzufüllen sind. Wenn man Fanny gespielt hat, weiß man, dass man über ihre Stahlkabel auf jeden Fall sehr auf diese Energiepunkte angewiesen ist. Weil man sonst extrem schnell out of Energy Points ist. So. Gott wurde ein bisschen was genervt. Der, Acer Jones. Ja, also dieser Effekt wurde ein bisschen schlechter gemacht, dass er jetzt öfter angreifen muss. Gies und Chin wurden ein bisschen genervt, warum auch immer. Irritel wurde genervt. Gebufft. Ihr Schaden macht ist jetzt wurde ein bisschen erhöht und wieder 5%. Ja, warum auch nicht. Odette wurde ein bisschen genervt. Also ihre, was? Die Ult des Swan Song? Ich glaube schon, dass das ganze Ding ein bisschen weniger Reichweite hat. So, Eternal Evil, Argus Ult, hat jetzt einen Counter-Effekt. Ich glaube, dass es jetzt angezeigt wird, wie lange das Ding jetzt aktiv ist. Diese 5 Sekunden. Und Lancelot hat nur einen Bugfix bekommen. Nur einen Bugfix. Der bleibt genauso, wie er noch vor einer Woche war. Die haben ihn nur mit einem Bugfix angerührt. Nicht mal ein bisschen schwächer gemacht oder so. Naja, was willst du machen? So, Battleground. Slightly increased Cannon, Super Cannon, Magic Resistance. Der ganze Abschnitt hier sagt im Prinzip, dass alles jetzt ein bisschen mehr magische Resistenz hat. Und dann kommen wir zu was sehr Spannendem. Das Orakel. Oh, verdammt. Hat jetzt ein bisschen besseren Effekt, das heißt, die Regen wurde jetzt erhöht und hat auch ein bisschen weniger Cooldown, was extrem geil ist. Also Leute, die sowas nutzen, auf jeden Fall viel besseres Tank-Item. So, das Hunter's Knife ist jetzt ein bisschen teurer geworden. Ich glaube, 530 benutzt er selber. Aber die 30 machen auch nichts. Das ist jetzt ein Minion mehr oder so, also nicht viel. So, das Greatsword, Tudeja, das juckt nicht. Dominance 1 ist auch nicht so wichtig. Das Demon hat das Wort. Ist 140 weniger geworden. Und ist jetzt auch, naja, ein bisschen balanced worden. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. 4% Lifesteal für 3-mal. Naja. Andersrum wäre es vielleicht besser gewesen. Aber so mit dem Heldenkampf ist es andersrum dann auch wieder. Nein. Also,
ein Buff-Nerf sozusagen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt auch ein bisschen billiger geworden. 140 ist eine ganze Menge. Dann kostet es, glaube ich, nur noch 2200. Die Haastclaws sind 100 weniger geworden. Die Berserker's Fury ist, glaube ich, 200 weniger geworden. Das heißt, dass diese drei Items hier quasi für alle ADCs ein kleiner Buff ist. Weil nehmen wir mal an, wir haben jetzt alle drei Sachen equipped drin. 140, 240, 440. Das ist verdammt viel, 440. Da kannst du schon wieder 2 Minuten von Spiel, wenn du zwischendurch mal stirbst. So, Region, das ist unwichtig. Und Retribution hat jetzt nur diesen Verstärkungseffekt, wenn man auch noch ein Jungle-Item dazu hat. Ob man es haben muss, weiß ich nicht. Wenn man Jungler ist, juckt es ja eh nicht. So, und dann haben wir hier noch ein paar neue Events. Aber da müssen wir jetzt noch nicht reingucken, weil wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Und vorher ist das alles noch eher irrelevant. Gut zu wissen, dass man reingucken kann, aber nicht weiter relevant, solange es noch nicht soweit ist. So, und jetzt haben wir hier genau die Lucky Box. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Man kann wieder 4 Sachen rausvoten. Was? Okay, cool. Also, was vote ich denn raus? Wie viele Sachen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen, die wir rausvoten können. Also, magischer Staub und Dschungelwappen ist auf jeden Fall drin. Die Fragmente sind eigentlich auch ganz geil. Große Sword raus. Huch. Was haben wir noch? Ich glaube, ich gehe lieber für die Skins. Roger, naja, ich hätte lieber Hardy, glaube ich. Oh, die Magiefragmente sind ziemlich trashig. Haben wir noch? Was können wir noch rauskicken? Die doppelte SP-Karte ist eigentlich ganz geil. Ach komm, physische Attentäter, weg damit. So, ich glaube, ich bin ready. Ja. Go. Und gib ihm. Mal gucken, was ich bekomme. Bestimmt Tank. Na, das war ja klar. Naja. Dschungelwappen hätte mich ein bisschen mehr gefreut. Aber was willst du tun? Was willst du tun? Und dann direkt 90. Oh mein Gott, wie viel sind denn 90? Kann ich mir gar von gar nicht kaufen. Ja, wir wollen 5-mal drehen. Cool. Das freut mich ja. Toll. Ja. Yeah. Gut, das kann ich das nicht mehr zeigen. Meine Fresse, was ist das? Aber gut, so viel zu all den Sachen, die interessant sind. Auf jeden Fall ziemlich geil, dass diese drei ADC die Sachen genervt wurden. Beziehungsweise alles, was physisch ist. Und das Fan ja auch ein bisschen runter genervt wird mit ihren Energiekosten. Aber dass Harley nicht genervt wurde, ist schon ein bisschen sehr überraschend. Das wird Gord, das wusste man auch schon so ein bisschen, dass da was kommen würde. Aber naja, aber das Lancelot nicht angerührt wurde, das überrascht mich auch ein bisschen. Ich meine, ich habe zwar einen Lancelot in meinem Team, mit dem ich regelmäßig spiele, aber wir hätten schon damit gerechnet, dass da jetzt schon ein bisschen was auf uns zukommt, also keine Ahnung. Naja gut, ist halt so, können wir jetzt noch nicht ändern. Aber das sind so alle Sachen, die für den Moment wichtig sind. Und deswegen, wenn dann ein Event auf uns zukommt, mache ich dann nochmal ein Video dazu. Insofern es auch irgendwie spannend ist. Also dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin.